Ja, hallo, hallo Frau Fernseh, ich melde mich nochmal hier aus dem Homeoffice. Es ist schön kalt, ich war schon unten. Aber ich wollte nur sagen, die Truppe trainiert ja heute nicht, die haben wir heute frei. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir für Freitag uns richtig schön vorbereiten. Da nach Aue hin ist natürlich erstmal der Weg dahin ist sehr beschwerlich, da mit dem Bus und dann fährst du da stundenlang. Aber er wird sich schon gut vorbereiten, Truppe. Aber das wollte ich nur im Vorwege sagen. Ich wollte mich nochmal melden. Da gibt es natürlich wieder Neider. Ich glaube, der kommt aus Bremen und will hier wieder alles schlecht reden. Bei mir ist das so. Ich bin kritisch, das wisst ihr auch. Wenn die schlecht Fußball spielen, dann haue ich auch dazwischen. Aber wenn ich so ein Spiel sehe, Paderborn gegen oder HSV gegen Paderborn, dann bin ich einfach begeistert, weil ich alter Fußballer bin. Nick und andere Leute auch. Erstmal passte das Ergebnis passte natürlich und es wurde da guten Fußball gespielt von beiden Seiten, von Paderborn und HSV. Ich kann diese neidischen Äußerungen nicht ab. Der Mann meinte, ich war besoffen, ich habe das alles verkehrt gesehen. Das war ein Hauch von der ersten Liga. Ich habe mir die ganzen Spiele auch reingepfiffen übers Wochenende. Bremen, Köln, Bielefeld, Mainz. Die waren nicht besser als wie wir. Die sind auch nicht besser als wie wir. Wenn wir aufsteigen sollten, wo ich immer noch skeptisch bin, ich bin immer ein bisschen skeptisch, gedämpft optimistisch bin ich immer noch. Da sind noch sehr viele Spiele. Aber man muss das doch so sehen, wenn wir das schaffen, weil wir ja auf dem richtigen Weg sind. Wir führen jetzt mit 4 Punkten Vorsprung und wie gesagt, dank an Bochum auch, dass sie nicht gut waren. Karlsruhe war besser, das habe ich ja auch gesehen. Aber ich kann diese neidischen Äußerungen nicht ab. Ich bin besoffen gewesen und alles sowas und habe da so eine Äußerung gemacht. Ich sehe das ganz nüchtern. Wenn wir so weiterspielen, dann steigen wir auf. Aber wie gesagt, ich halte den Ball auf flach, aber ich darf mich doch freuen. Und 100.000 andere HSV-Fans auch. Das lassen wir uns auch nicht nehmen. Nicht von so einem Spinner, der sagt, wir sind besoffen, oder ich habe keine Ahnung vom Fußball. Das lasse ich nicht zu, aber ich habe ihn auf meine Seite wirken lassen. Das interessiert mich nicht. Er soll mal lesen, was ich gesagt habe. Das war ein sehr gutes, ein übergutes Zweitligaspiel, weil ich auch ein Feedback gekriegt habe von den Trainern und von den Co-Trainern. Wenn die schon sagen, das war schon große Klasse, das ging schön nach vorne, viel Tempo drin, gute Kombination und herrliche Tore von den Sonny Kittel. Also wir lassen uns das auch nicht schlecht reden, Jungs. Nur der HSV, aber heute ist nichts. Und morgen bin ich am Ball. Um 13 Uhr geht das morgen los am Stadion. Dann bin ich wieder am Ball. So, Jungs, das wollte ich nochmal sagen. Und an unsere Maschine. Toni Leisner, natürlich, alles Gute, Toni. Er hat ja selber gesagt in Instagram, eine gute Maschine muss geölt werden. Und die werden sie ölen. Aber wie gesagt, der Junge fehlt, aber der kommt wieder. Alles klar, ich wünsche euch noch einen schönen Montag und eine wunderschöne Woche. Nur der HSV, ich freue mich schon auf Freitagabend. Wir haben in Aue noch viel gut zu machen. Da waren wir nie so gut. Aber wie gesagt, alles klar, nur der HSV. Haut rein, das Tango, Jungs. Und ich bin nicht besoffen, da braucht ihr keine Angst haben. Und der andere Spinner, der auf meiner Seite auch nicht, auf meinem Kanal. Alles Gute, der weiß, wovon ich rede. Tschüssi, nur der HSV. Tschüss.